Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Ich habe heute neue Kopfhörer für euch. Und es sind wieder Open-Ear-Kopfhörer. Diesmal aber wirklich sehr, sehr günstige. Die günstigsten, die ich bisher vorgestellt habe. Und ich bin selber schon gespannt, was ich sagen werde. Die Marke heißt Blitzmax. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat. Deutsch klingt wahrscheinlich international irgendwie total aufregend. Und es sind die BMCT2. Kosten aktuell bei Amazon. Es ist kein Import. 50 Euro. Gibt aber einen 20% Coupon. Also in der Summe 40 Euro. Und das ist nicht viel für Open-Ear-Kopfhörer. Das Konzept hat sich jetzt ja noch nicht ultimativ durchgesetzt. Am meisten gibt es immer noch In-Ear. Open-Ear hat natürlich Nachteile gegenüber In-Ear, hat aber auch Vorteile gegenüber In-Ear. Haben wir ja schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Die Vorteile sind klar. Kopfhörer, die halt auf dem Ohr nur aufliegen und nicht in den Gehörgang reingesteckt werden. Ist im Sommer natürlich geil. Gerade dann, wenn man halt stark an den Ohren schwitzt. Ihr kennt ja die gängigsten Probleme bei In-Ear-Kopfhörern im Sommer, nicht, dass sie am schneller durchrosten. Das Problem haben wir hier natürlich nicht. Sind viel, viel hygienischer. Außerdem sind die auch wesentlich angenehmer zu tragen, weil man sie halt nicht, sich nicht ins Ohr steckt. Deshalb bin ich eigentlich auch immer Fan von Half-In-Ear-Kopfhörern. Die hängt man sich ja bloß so ins Ohr, In-Ear-Kopfhörer richtig rein ins Ohr. Und jetzt eben das neue Konzept der Open-Ear-Kopfhörer, die man sich nur noch aufs Ohr auflegt. Praktisch, wenn man schwitzt. Praktisch, wenn man halt nichts im Gehörgang stecken haben möchte, praktisch, wenn man seine Umgebung noch mitbekommen möchte, denn man kann sich ja wirklich ganz normal noch mit anderen Leuten unterhalten, was natürlich dann auch auf der anderen Seite wieder ein Nachteil ist, dass wir unsere Umgebung noch volles Brett mitbekommen. Wir haben hier natürlich kein ANC. Wir haben natürlich dann hier auch einen schlechteren Klang. Das ist der Bauform geschuldet. Musik klingt wesentlich voller, lauter und detaillierter, wenn die Kopfhörer richtig tief im Gehörgang drinne sitzen. Deshalb haben auch In-Ear-Kopfhörer meistens den besten Klang. Liegen die Kopfhörer allerdings echt nur noch auf, den Ohr auf, dann braucht man wesentlich mehr Druck, damit wir dann halt überhaupt noch vernünftig Musik hören können. Deshalb in der Vergangenheit gab es auch ähnliche Konzepte, was Blitzmax hier für 40 Euro aktuell abliefern kann, Freunde, dazu später mehr. Wir kommen erstmal so ein bisschen zu den Specs, da kann man schon einiges dran ablesen. Es sind natürlich Bluetooth-Kopfhörer, ist ja klar, kommuniziert wird über Bluetooth 5.3. Das ist ziemlich aktuell. Wir haben jeweils 16,2 mm Treiber. Das ist recht mächtig. 60 Stunden Spielzeit hier mit dem Case. Das ist ziemlich sportlich. Das Case dann hier ausgestattet mit einer LED-Anzeige. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich praktisch. Keine Ahnung, warum wir manchmal im Low-Budget-Bereich so Features haben, die wir dann bei den teureren Produkten nicht finden. Wir klappen hier das Case auf und sehen sofort für den linken und für den rechten Ohrhörer einen Akkuladezustand. Die einzelnen Ohrhörer wiegen jeweils 10 Gramm. Das ist natürlich vergleichsweise schwer, bieten dafür aber 10 Stunden Spielzeit und dann halt nur aufkumuliert mit dem Case 60 Stunden. Das Case aufladen dauert 1,5 Stunden und dank Schnellladung, das ist vernünftig. Ihr werdet möglicherweise in der Beschreibung was von ANC lesen. Wie wir schon erwähnt, ANC-Unterstützung haben wir nicht. ANC ist eigentlich was anderes. ANC soll dann hier so ein bisschen Hintergrundgeräusche, Hintergrundrauschen rausfiltern, wenn man telefoniert, dass halt der Anrufende einen dann besser versteht. Mikrofone habe ich natürlich auch getestet. Natürlich können wir hier die Blitzmax-Kopfhörer auch als Headset verwenden. Also wir können unterwegs halt telefonieren. Wir haben allerdings keine Touch-Steuerung, sondern wir haben eine Multifunktionstaste. Also eine recht klassische Steuerung. Eine Taste, mit der wir dann halt Anrufe annehmen können und mit der wir auch zum Beispiel die Musik pausieren können. Eine kleine LED am Kopfhörer selber haben wir auch. Und ihr habt es ja inzwischen gesehen, die Kopfhörer, die hängt man sich also ins Ohr, liegen dann auf den Ohr drauf. Tragekomfort ist astrein, 10 Gramm hin oder her, die merkt man so im Ohr erstmal nicht. Und dadurch, dass die nur auf dem Ohr aufliegen, denn wir haben keinen Druck, wir spüren die dann also kaum beim Tragen, ist eigentlich so mit der beste Tragekomfort bei Kopfhörern überhaupt. Allerdings, Sport machen würde ich damit jetzt nicht unbedingt. Das kommt natürlich auf den Sport drauf an. Bei E-Sport ist es okay. Aber wenn ich jetzt wirklich so richtig wild unterwegs bin, um meinen Körper zu stählen, dann sind In-Ear-Kopfhörer einfach immer noch das Nonplusultra. Fallen einen jetzt nicht komplett aus dem Ohr, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen bewegt. So, machen wir mal so ein kleines Unboxing. Da haben wir hier das Case. Es ist sehr, sehr, sehr flach. Macht auch absolut Sinn wegen der Bauform der Hörer. Ja, wir sehen, ich habe schon ein bisschen Akku verballert. Wir sehen sofort den Ladezustand vom Case und dann Ladezustand links und rechts an den Ohrhörern. Der connectet gerade auch automatisch. Die sind natürlich relativ groß, wenn wir uns die jetzt mal gerade so anschauen. Aber bei Open-Ear-Kopfhörern geht das nun mal nicht anders. Wir haben hier eine Aufschrift Blitzmax. Wir haben hier natürlich jede Menge Plastik und was mir hier negativ aufgefallen ist, gilt für das Case, gilt aber auch für die Ohrhörer, Staubmagnet. Und auch wenn ich mit Druckluft so ein bisschen drüber gehe, ist es schwer, das wegzubekommen, sieht man halt vor allem bei sehr, sehr gutem Licht. Fingerabdrücke bleiben hier auf dem Plastik auch recht gut hängen. Das Design gefällt mir. Es ist sehr, sehr funktional. Dadurch, dass die Bauform so flach ist, kann man sich das Case hier wunderbar in die Hosentasche stecken. Hier haben wir eine kleine LED, ein bisschen Status-LED. Auf der Rückseite ist dann USB-C. Insgesamt muss ich sagen, für unterwegs, auch wenn die Kopfhörer eigentlich recht groß sind, alles sehr portabel. Die Kopfhörer halten hier natürlich magnetisch, lassen sich recht gut aus dem Case herausnehmen, weil sie leicht angeschrägt sind. Wir haben dann hier noch eine Gebrauchsanweisung und hier ist dann noch ein Kabel drin. Viel mehr brauchen wir ja nicht. Silikonaufsätze gibt es bei Open-Ear-Kopfhörern. Ja, schließlich nicht. Die sind auch recht universell. Dadurch, dass ich mir die dann so ins Ohr hänge, spielt es eigentlich nicht so die große Rolle, ob ich große oder kleine Öhrchen habe. Die passen eigentlich immer. Und man kann sie sich auch recht schnell und recht unkompliziert hinters Ohr klemmen.
Finde ich auch geil. Ihr wisst, ich bin echt kein Freund von den ewigen Rumgefummle. Bei manchen In-Ear-Kopfhörern brauche ich sehr, sehr lange, bis die halt so gut sitzen, dass sie erstens nicht wieder rausfallen, wenn ich laufe. Das kann bei In-Ear und bei den falschen Silikonaufsätzen ja auch passiert. Und zweitens, dass man auch optimalen Ton hat. Das ist hier natürlich auch wichtig. Trotzdem geht es hier relativ schnell. Denn man muss ja darauf achten, dass der Bereich, wo der Ton rauskommt, wo die Treiber sitzen, dass der halt auch an meinen Gehörgang ist. Ansonsten habe ich nicht mehr einen optimalen Ton. Kommen wir erstmal so ein bisschen zu den oberflächlichen Tests. Lautstärke muss ich tatsächlich mal wieder thematisieren. Mache ich ja sonst nicht, weil Earbuds heute in der Regel laut genug wären. Die wären tatsächlich auch sehr, sehr laut. Dann hat man aber einen deutlichen Qualitätsverlust. Und dann fängt es schon an, ein bisschen zu verzerren. Aber die wären so laut, dass ich halt auch rausgehen kann. Ich habe ja kein ANC, ich habe keine krasse Abschottung. Das heißt, ich höre Hintergrundgeräusche viel, viel lauter. Was natürlich auch gut sein kann, wenn ich auf dem Fahrrad bin, wenn ich mich unterhalten möchte oder wenn ich im Studio arbeite oder wenn ich zocke. Aber ich will halt meine Umgebung nicht verpassen. Und da brauchen wir natürlich auch Lautstärke, damit ich überhaupt noch was wahrnehme, ist hier nicht das Thema. Die haben schon ordentlich Druck. Connecten etc. mit dem Smartphone, das zeige ich euch jetzt nicht, geht aber alles sehr, sehr schnell. Wir haben einen aktuellen Standard, das ist wunderbar. Die Reichweite ist gut, das heißt, ich kann mich hier im Studio fast frei bewegen. Die Mikrofone, wir haben ein Mikrofon auf jeder Seite, habe ich auch getestet und spiele ich euch mein Sample ein. Das ist ein Test der Blitzmax BMCT2 Kopfhörer. Hallo, ihr Lutscher! Inzwischen müsste ich fertig sein und ich muss sagen, ist vernünftig. Die Lautstärke ist okay, wir haben keine krassen Hintergrundgeräusche, keine Störgeräusche. Die Sprachqualität über die Mikrofone ist gut. Eigentlich sogar ein bisschen überraschend gut. Wir bewegen uns bei 40 Euro und dann ist dieses Open-Ear-Konzept. Da bin ich mit der Mikrofonqualität auf jeden Fall ziemlich zufrieden. Im Übrigen ist auch die Kombination mit der Brille hier kein Problem. Ich bin ja offenkundig Brillenträger und ich kann die auch einwandfrei tragen, ohne dass die Brille oder die Kopfhörer sich da ins Gehege kommen. Kommen wir zur Soundqualität. Das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Also wir haben schon mal festgestellt, die werden laut genug, die haben echt richtig Druck. Und der größte Nachteil bei der Soundqualität ist eigentlich immer der Bass. Bei Open-Ear-Kopfhörern, ich hatte jetzt mehrere teure getestet, wo ich dann echt schon überrascht war, was möglich ist. Für 40 Euro muss ich hier allerdings sagen, Freunde. Ich weiß nicht, wie es Blitzmax hingekriegt hat, aber der Bass ist tatsächlich vernünftig. Die werben ja auch damit. Ja, die werben mit 70% mehr Bass, wo man nicht weiß, was ist denn hier eigentlich der Ausgangswert. Subjektiv getestet, ich habe natürlich ein bisschen basslastigere Musik gehört, wo es dann auch Sinn macht, das überhaupt zu testen. Sprich, elektronische Musik. John Hopkins, Emerald Rush, kann ich ja an der Stelle mal sagen. Ne, da haben wir auch schön Bass, der kann was. Natürlich haben wir immer noch ein anderes Klangbild als bei In-Ear-Kopfhörern. Ne, das ist viel präsenter, die Musik. Da habe ich natürlich auch etwas andere räumliche Wahrnehmung, kommt mal von den Kopfhörern drauf an. Aber 40 Euro haben wir ohnehin, sagen wir mal, schwankende Klangqualität bei den verschiedenen Kopfhörern. Aber Blitzmax in dem Preisbereich für Open-Ear-Kopfhörer. Freunde, es ist brauchbar, definitiv. Auch wenn man sich halt elektronische Musik anhört und nicht irgendwas, wo man ohnehin keinen Bass braucht, wie die Musik von Tetris. Klangbild allgemein ist fähig. Wenn wir die Lautstärke hochleiern, dann sind mir die Höhen zu spitz. Sprache klingt tatsächlich auch gut. Wir haben ein gewisses Volumen. Elektronische Musik, habe ich schon gesagt, kommt tatsächlich echt brauchbar rüber. Live-Musik habe ich auch so ein bisschen angehört, dann auch mit Gesang. Und in dem Preisbereich liefert Blitzmax hier eine brauchbare Soundqualität ab. Für Musikenthusiasten wäre es zu knapp, aber Musikenthusiasten würde ich sowieso niemals Open-Ear-Kopfhörer empfehlen, sondern richtig gute In-Ear-Kopfhörer. Das ist immer noch der Goldstandard. Wenn man aber Open-Ear-Kopfhörer haben möchte, man hat halt nicht so viel Kohle, man sucht für unter 50 Euro, dann kann ich nur sagen, die CT2 bieten eine vernünftige Laufzeit, einen richtig guten Tragekomfort, Klangqualität, die auch mit teureren Open-Ear-Kopfhörern echt mithalten kann. Ihr habt es ja vorhin gehört, selbst die Mikrofone reichen absolut zum Telefonieren. Wenn ich halt unterwegs Musik hören möchte, vor allem auch schnell, wie gesagt, die sind ja echt schnell mal aufgesetzt, absolut okay. Mir ist nichts Negatives aufgefallen, fallen halt nicht in den Preisbereich. Low-Budget-Open-Ear-Kopfhörer, also hier von Blitzmax, Freunde, verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Weihnachten ist ja nun schon vorbei und man kann es sich auch danach gönnen. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde. Bis dahin. Ciao.